Jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ein Antrag der Grünen ist hier angekündigt. Die Grünen wollen eine Legalisierung von Cannabis. Und Katja Dörner wird es jetzt begründen. Liebe Kollegen, die Verbotspolitik beim Thema Cannabis der letzten Jahre und Jahrzehnte ist gescheitert. Wir müssen bei diesem Thema endlich neue Wege gehen. Und wir Grüne, wir wollen das tun. Die Zahlen und Fakten sprechen eine ganz klare Sprache. Rund 2,3 Millionen deutsche Erwachsene gebrauchen Cannabis. Rund 22% der 15- und 16-jährigen Schülerinnen und Schüler haben schon mal Cannabis konsumiert. Trotz des Verbots ist der Konsum in den letzten Jahren gestiegen. Cannabis ist eine Alltagsdroge. Das ist die Realität. Und deshalb gibt es aus unserer Sicht dringenden Handlungsbedarf. Wir brauchen eine neue Grundlage. Wir brauchen eine vernünftige Grundlage für den Umgang mit Cannabis. Wir legen Ihnen heute, das werden Sie sicherlich schon bemerkt haben, einen sehr fundierten und gut ausgearbeiteten Gesetzentwurf vor, mit dem wir zwei Ziele vorrangig verfolgen. Wir wollen die Kriminalisierung erwachsener Konsumentinnen und Konsumenten beenden. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, mündige Erwachsene vor sich selbst zu schützen. Und hierzu bestünde gerade beim Cannabiskonsum auch gar kein Anlass. Erwachsene sollen zukünftig 30 Gramm Cannabis oder 3 Hanfpflanzen für den Eigenbedarf besitzen können. Und ich habe heute Morgen den Ticker-Meldungen schon entnommen, wie hier gegen unser Gesetz argumentiert wird. Und ich will ganz klar sagen an die Richtung von Herrn Spahn, es gibt in unserem Gesetzentwurf keinen Bezug dieser 30-Gramm-Grenze zur Frage eines kurzfristigen Eigenbedarfs. Und wer einen dermaßen verquasten, an den Haaren herbeigezogenen Zusammenhang hier einstellt, der zeigt einfach, dass er keine rationalen Argumente gegen unseren Gesetzentwurf hat. Die derzeitige Kriminalisierung von Konsumentinnen und Konsumenten muss beendet werden. Kiffen ist kein Verbrechen. Es ist aber auch klar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir wollen die schützen, die wirklich Schutz brauchen. Und das sind die Kinder und Jugendliche. Denn es stimmt ja, wenn Jugendliche Cannabis konsumieren, insbesondere wenn sie das in größeren Mengen tun, dann kann der Konsum schädlich sein und sehr negative Folgen haben. Und das darf auch nicht verharmlost werden. Und deshalb wollen wir mit unserem Gesetzentwurf ja endlich die Grundlage für einen funktionierenden Jugendschutz schaffen. Wir werden erst wirksamen Jugendschutz gewährleisten können, wenn wir ein reguliertes und kontrolliertes Abgabesystem von Cannabis haben. Klar ist, eine Abgabe an Kinder und Jugendliche muss ausgeschlossen sein. Unser Gesetzentwurf sieht eine Altersgrenze von 18 Jahren vor. Wer Cannabis an unter 18-Jährige abgibt oder verkauft, macht sich selbstverständlich weiterhin strafbar. Aber Fakt ist doch auch, heute fragt der Dealer auf dem Schwarzmarkt nicht nach dem Ausweis. In dem Cannabis-Fachgeschäft, das unser Gesetzentwurf vorsieht, wird der Verkäufer das zukünftig tun. Und das macht doch den entscheidenden Unterschied, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Unser Gesetzentwurf sieht vor, dass Kinder und Jugendliche auch die Cannabis-Fachgeschäfte nicht betreten dürfen. Die Geschäfte müssen Abstand zu Schulen halten, zu Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Cannabis darf nicht in Automaten oder im Versandhandel angeboten werden. Und wir sehen in unserem Gesetzentwurf ein striktes Werbeverbot vor. All das sind deutlich strengere Regelungen, als wir sie heute für Alkohol vorsehen. Und das zeigt, wie ernst es uns ist mit dem Aspekt Kinder- und Jugendschutz in unserem Gesetzentwurf. Mit unserem Gesetzentwurf verfolgen wir aber auch weitere Ziele. Wir ermöglichen überhaupt erst Verbraucherschutz beim Cannabiskonsum. Denn nur der kontrollierte Anbau und eine kontrollierte Abgabe stellen sicher, dass die heute ja schon fast üblichen gefährlichen Beimischungen von Giftstoffen ausgeschlossen werden und dass wir endlich eine Transparenz beim THC-Gehalt dokumentieren und transparent machen können. Mit unserem Gesetzentwurf bekämpfen wir die organisierte Kriminalität, weil dem Schwarzmarkt und der Dealerei endlich die Grundlage entzogen wird. Und auch das ist übrigens sehr wichtig, um den Zugang zum Cannabis für Jugendliche deutlich zu erschweren.
Wir entlasten die Strafverfolgungsbehörden. Zurzeit werden jährlich rund 100.000 konsumnahe Delikte verfolgt. Die meisten Verfahren werden eingestellt, aber es wird viel Zeit und viel Ressourcen in diese Strafverfolgung investiert. Das kostet uns, das kostet die Steuerzahler im Jahr rund 1,8 Milliarden Euro. Und das ist doch Geld, das wir viel besser für die Suchtprävention einsetzen würden. Und deshalb wundert es uns nicht und es freut uns, dass wir für unseren Vorschlag sehr viel Zuspruch aus den Reihen der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden erfahren. Ich will noch kurz auf einen anderen wichtigen Aspekt eingehen. Wir wollen für den Straßenverkehr einen Grenzwert für THC schaffen. Wir sehen 5,0 Nanogramm pro Milliliter vor. Das ist der Wert, oberhalb dessen nach Rechtsmedizinerforschung eine Beeinträchtigung der Fahrleistung nicht ausgeschlossen werden kann. Einen derartigen Grenzwert gibt es in fast allen anderen europäischen Ländern schon lange. Und es ist völlig unsinnig, dass einem Konsumenten der Führerschein entzogen werden kann, obwohl er unter Cannabis-Einfluss überhaupt nicht am Straßenverkehr teilgenommen hat. Auch diese Art von Kriminalisierung muss ein Ende haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Zeit ist reif für eine vernünftige Cannabispolitik. Die Erfahrungen mit der Entkriminalisierung in anderen Ländern sind positiv. Und diese Erfahrungen zeigen eben auch, dass viele Befürchtungen, beispielsweise, dass der Konsum von Cannabis dann ansteigt, dass diese Befürchtungen sich eben gerade nicht bewahrheiten. Und vor diesem Hintergrund erwarte ich von den Regierungsfraktionen, dass wir hier endlich eine sachliche Debatte führen können. Das Wiederkauen von längst widerlegten Vorwürfen beim Thema Cannabis muss aufhören. Wir brauchen endlich eine vernünftige Regelung, die die sinnlose und teure Kriminalisierung beendet und die vor allem Kinder und Jugendliche endlich wirksam vor Cannabiskonsum schützt. Ich bin sehr gespannt auf die Beratungen und ich freue mich auf die nächsten Wochen, in denen wir das näher erläutern werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Katja Dörner hat hier die Pläne der Grünen erläutert. Die Grünen sind ja nicht jetzt seit Neuestem erst für die Legalisierung von Cannabis. Diese Pläne gibt es schon länger. Allerdings diese neue Gesetzesinitiative, die hatte der Parteichef Cem Özdemir angekündigt, denn der war ja im vergangenen Jahr selbst in die Schlagzeilen geraten, als ein Bild zu sehen war mit Cem Özdemir, auf dem im Hintergrund eine Cannabispflanze zu sehen war. Es gab Ermittlungen, die sind mittlerweile übrigens eingestellt, aber die Gesetzesinitiative, die neue der Grünen, die gibt es also trotzdem. Jetzt geht es in die Aussprache mit Marlene Mortler von der CDU-CSU-Fraktion. Ich habe als die brutalste Lobby in meiner politischen Arbeit erlebt habe. Und wir reden über eine Lobby, die mir den Tod wünscht. Höhepunkt war die Eröffnung einer Facebook-Seite zur Hinrichtung von Marlene Mortler. Meine Tochter hat mich einmal gefragt: Mutter, wie hältst du das denn überhaupt aus? Ganz einfach, habe ich ihr gesagt. Wenn ich das nicht aushalte, dann bin ich fehl am Platz. Denn ich habe eine Motivation. Meine Motivation ist die Aufgabe als Drogenbeauftragte. Das heißt, ich habe die Gesundheit der Menschen in unserem Land im Blick und dafür setze ich mich ein. Ihr Gesetzentwurf hat die rechtlichen Auswirkungen für die Gruppe der Freizeitkonsumenten im Blick. Und damit es klar ist, Konsum wird in unserem Land nicht bestraft. Das ist eine sogenannte straffreie Selbstschädigung. Aber bei der rechtlichen Einstufung müssen wir auch die gesundheitlichen Risiken und Langzeitfolgen des Konsums aller Gruppen beobachten. Das muss der Maßstab sein. Das heißt, riskante, abhängige Konsumenten und Jugendliche besonders im Blick haben. Meine Damen und Herren, viele erinnern sich vielleicht noch an die Feldzüge von Bündnis 90 Die Grüne gegen das Rauchen und Rauchverbote in Gaststätten. Damals konnten die Gesetze nicht streng genug sein. Und heute? Alle erinnern sich noch an ihren Beitrag zur Ernährungswende. Der Veggie Day und Verbote sollten es richten.
harmloses Verbieten einerseits und Gesundheitsschädigendes erlauben wollen, das ist die absolute Kehrtwende. Ihre Drogenwende kann ich daher nicht akzeptieren, denn die Legalisierung und ihr Gesetz ist eine faktische Legalisierung, steht im völligen Widerspruch zu den Zielen des Verbraucherschutzes sowie zu ihren bisherigen eigenen Zielen. Und sie beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit unserer Präventionspolitik. Wir haben gerade aufmerksam die Debatte verfolgt. Wenn wir, meine Damen und Herren, mit legalen Suchtmitteln in unserem Land, wenn wir mit Alkohol und Tabak schon genügend Probleme haben, dann muss ich doch nicht noch eine zusätzliche Einladung für die illegale Droge Cannabis aussprechen. Das senkt Tabus, das verharmlost. Sicherlich, junge Menschen wollen Grenzen ausloten, junge Menschen brauchen aber auch Grenzen. Und wir wissen, je jünger der Cannabiskonsument ist, desto größer sind seine Risiken. Belastete Atemwege, Entwicklungsverzögerungen, psychische, körperliche Abhängigkeit. Das Auslösen bzw. das Verschlimmern von psychischen Erkrankungen gehört zu den Risiken. Die Denk- und Merkfähigkeit leiden und dauerhafte Schäden des Gehirns sind nicht auszuschließen, auch nach einer Abstinenz. Frau Kollegin, ich starte eine Zwischenfrage aus dem von Kollegen Bündnis 90 Die Grünen. Können wir am Schluss machen, gerne. Ich habe auf die Schäden bei jungen Menschen hingewiesen, und diese dürfen wir nicht verharmlosen. Erst gestern hatte ich dazu ein fünfstündiges Expertengespräch im Gesundheitsministerium. Und ehrlich gesagt, die Daten und Problemfälle aus den Behandlungseinrichtungen, die mir gestern einmal mehr geschildert wurden, sind wohl nur die Spitze des Eisbergs. Wir brauchen weitere Daten über die sozialen Folgen eines frühen Konsums, zum Beispiel über Schul- und Ausbildungsabbrüche, über Jugendliche, die Jahre in ihrem Lebensweg verlieren und in ihrer Entwicklung schwer bis dauerhaft beeinträchtigt werden. Es gibt also drängende Gesundheitsfragen, meine Damen und Herren, die mit Ihrem Gesetzentwurf trotz der detaillierten Regelungen nicht beantwortet werden. Meine Damen und Herren, unsere Drogenpolitik in Deutschland fußt auf vier Säulen. Erstens Prävention, zweitens Beratung und Hilfe, drittens Schadensminimierung, Reduzierung und viertens die Strafverfolgung. Wir dürfen unser eigenes Suchthilfesystem, unsere Drogenpolitik im eigenen Land nicht schlecht reden, aber wir müssen selbstverständlich immer wieder nachbessern. Und auch ich hinterfrage immer wieder mein eigenes Handeln und Denken. Fahre ich noch in die richtige Richtung? Ich bin laufend im Gespräch mit Suchthilfeeinrichtungen. Ich bin laufend im Gespräch mit der Polizei. Was meint ihr? Soll man hier lockern in Richtung Legalisierung? Ich habe noch keine Stimme gefunden, die hier Ja gesagt hat. Frau Kollegin, der Abgeordnete Ströble wünscht eine Zwischenfrage. Mögen Sie die zulassen? International genießt unsere ausgewogene Drogenpolitik eine hohe Anerkennung, meine Damen und Herren. Zuletzt konnte ich das bei der Tagung der CND, der Commission of Narcotic Drugs in Wien erleben, der Tagung der Internationalen Suchtstoffkommission. Hier habe ich mit Drogenexperten und Gesundheitsministern aus der ganzen Welt gesprochen. Und auf dieser Konferenz haben sich Europa und selbst die USA für die unveränderte Aufrechterhaltung der sogenannten UN-Drogenkonventionen ausgesprochen. Wir, Deutschland und 183 Nationen, haben diese Konventionen 61, 71 und 88 unterschrieben. Sie wollen nun, dass wir aus diesen Einheitsabkommen austreten.
Sicherlich in der Opposition kann man alles fordern, aber unsere Regierung trägt Verantwortung. Wir werden unseren internationalen Ruf, unsere Verlässlichkeit und unsere Glaubwürdigkeit mit Sicherheit nicht aufs Spiel setzen. Nach dem Spielchen kurz mal raus, wieder rein, das ist unseriös. Und in dieser 61er-Konvention steht ganz klar, Cannabis für den Freizeitkonsum ist illegal. Für medizinische und wissenschaftliche Zwecke gibt es Spielraum. Diesen Spielraum nutzen wir. Wir werden demnächst einen Gesetzentwurf vorlegen. Das heißt, er soll mehr und schwer chronisch erkrankten Patienten den Zugang zu Cannabis-Arzneimitteln erleichtern. Zur Erinnerung, es war die unionsgeführte Bundesregierung, die zum ersten Mal überhaupt in diesem Land ein Cannabis-Fertigarzneimittel in Deutschland zugelassen hat. Und es wird wieder die unionsregierte Bundesregierung sein, die Menschen in unserem Land die Verkehrs- und Erstattungsfähigkeit von Cannabis als Medizin aus der Apotheke erweitern wird. Dafür danke ich auch unserem Koalitionspartner. Wir sind hier auf einer Linie. Wir sind uns hier komplett einig. Wir sind uns aber auch einig darin, dass wir Ihren Gesetzentwurf ablehnen. Er ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang und nicht einschätzbarem Risiko. Hanfanbau für jeden, 30 Gramm pro Einkauf. Im Gesetz steht nicht limitiert auf den Tag, auf den Monat, aufs Jahr. Und mein Kollege Jens Spahn hat ausgerechnet, diese 30 Gramm sind bis zu 120 Joints. Und er hat treffend geschlussfolgert, bei wem das der kurzfristige Eigenbedarf ist, der ist abhängig und braucht eher einen Arzt. Ich zitiere den zuständigen Experten in Uruguay, lieber Kollege, der Oberexperte dort vor Ort ist, und er sagt, bereits ein Gramm Marihuana-Konsum am Tag, regelmäßiger Konsum, und ich gehöre zur Risikogruppe und ich habe damit ein gesundheitliches Problem. Unsere Gesundheit zählt, meine Damen und Herren. Es darf hier nicht um das große Geschäft gehen. Und mit diesem Gesetzentwurf forcieren Sie ein Geschäft, eine Industrie, die Sie gestern noch massiv bekämpft haben. Deshalb fordere ich Sie auf, und ich werde auch gleich einen persönlichen Beitrag leisten. Kümmern Sie sich besser um natürliche geistige Energie, die Sie frisch hält. Und ich danke erstmal dem Präsidenten für die Geduld. Also die Drogenbeauftragte Marlene Mortler. Zur Überraschung der Grünen-Fraktion gab es hier ein kleines Präsent zur Gesundheitsförderung. Jetzt gibt es noch eine Kurzintervention aus den Reihen der Grünen. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Harald Herpe für die Grünen spricht jetzt. Vielen Dank, Kurzintervention. Frau Kollegin Mortler, die Begründung, die Sie aufgeführt haben, warum die Patienten in Deutschland heute noch darauf warten müssen, dass Cannabis als Medizin so schlecht verfügbar ist, die Schuld liegt auch bei der CDU-CSU-Fraktion, weil sie das seit Jahren und Jahrzehnten behindert hat. Und zwar mit genau den gleichen Argumenten, die Kollege Spahn jetzt auch wieder bemüht, um unser Cannabiskontrollgesetz in Misskredit zu bringen. Und es verwundert mich auch gar nicht, wenn Sie immer nur hören, diejenigen, die warnen davor, so ein Gesetz zu machen, das hängt immer davon ab, welche Gesprächspartner man sich sucht. Und man kann sich bei uns in der Gesellschaft auch Gesprächspartner suchen, die Ihnen genau sagen werden, dass die Politik, die Sie verfolgt haben, bisher gescheitert ist in Deutschland. Und wenn Sie jetzt sagen,
unsere Prävention von Cannabiskonsum basiert auf 4 Säulen und Sie die dann aufzählen mit Prävention, Schadensminderung und am Ende erst zur Repression kommen, dann ist es doch genau umgekehrt. Es werden 70-80% für Repression ausgegeben und die anderen Mittel werden für Prävention und Schadensminderung und Behandlung ausgegeben. Und wenn Sie in die an die Graswurzeln gehen, an die Basis gehen, in Behandlungseinrichtungen, dann werden die Ihnen genau das sagen, dass die Behandlungseinrichtungen nämlich viel zu kurz kommen bei uns in der Ausstattung mit Mitteln, dass die Beratungseinrichtungen viel zu kurz kommen in der Ausstattung mit Mitteln. Und deswegen ist diese Art von Ansatz natürlich gescheitert in Deutschland. Und Sie haben nicht ein Wort darüber verloren, dass unser Gesetz, und da würde ich Sie jetzt auch auffordern, dazu noch mal Stellung zu nehmen, dass unser Gesetz einen starken Akzent setzt beim Jugendschutz. Und Sie haben argumentiert, richtigerweise, dass natürlich in der Entwicklung sozusagen Cannabis einen Schaden anrichten kann. Das haben wir auch überhaupt nie bisher in Frage gestellt. Und vor allen Dingen stellt es unser Gesetz überhaupt nicht in Frage. Ganz im Gegenteil. Wir ziehen sozusagen den Jugendschutz und stärken damit den Jugendschutz, weil wir nämlich genau die Konsumenten nicht auf dem Schwarzmarkt sozusagen einkaufen lassen, wo alles Mögliche verkauft wird. Und im Übrigen haben Sie auch nicht ein Wort darüber verloren, welche negativen Folgen der Schwarzmarkt, sozusagen die Aufrechterhaltung des Schwarzmarkts in Deutschland überhaupt für das Gesamtgeschehen, was die Konsummittel betrifft. Und dann würde ich Sie auch noch mal auffordern zu fragen, es ist ja nett, dass Sie uns da so eine Pflanze offensichtlich hingestellt oder Nüsse, aber es gibt ja auch andere Bilder von Ihnen. Also Sie haben sozusagen auch nicht eine Frage beantwortet, was tun Sie denn eigentlich dagegen, dass die negativen Folgen des Alkoholismus sozusagen in Deutschland angegangen werden. Also diese Vorwürfe gegenüber einem seriösen Gesetzentwurf, die kann ich so nicht stehen lassen. Frau Mortler, mögen Sie darauf antworten? Ja. Bitte. Herr Präsident, Herr Kollege Terbe, man merkt, dass Ihnen das Herz voll ist, mir auch. Und die symbolischen Nüsse, die ich Ihnen hier überreicht habe, die sind wirklich für die geistige Gesundheit, um das auch noch mal klarzustellen, statt Hanf. Zweitens, also ich habe Zeit. Ich habe Zeit, Herr Präsident. Aber ich würde hier gerne einen Kommentar zitieren aus der SZ vom 5.3., der da lautet und es ziemlich auf den Punkt bringt: Die Grünen versuchen sich nun in einer Art Entspannungspolitik. Erwachsene sollen natürlich gentechnikfreies Cannabis in geringen Mengen und unter strengen Auflagen besitzen und konsumieren dürfen. Der Schwarzmarkt soll verschwinden, die Staatskasse gefüllt, die Jugend geschützt werden. Wenn das so funktionierte und nebenbei der Krieg zwischen den Anhängern der verbietet alles Religion und den erlaubt alles Gläubigen endete, dann wäre das schön. Wenn darüber in Vergessenheit geriete, dass Hasch gefährlich ist und bleibt, wäre das schlecht. Ein Cannabiskontrollgesetz kann regeln, was nicht abzuschaffen ist. Dass mit ihm die große Bürgerfreiheit verwirklicht werden soll, ist Mumbitz, und die Überschrift lautete: Im Rausch der Illusion. Dem ist nichts hinzuzufügen. Als nächsten Redner teile ich das Wort dem Abgeordneten Frank Tempel, Fraktion Die Linke. Frank Tempel spricht für Die Linke als drogenpolitischer Sprecher. Nach den Grünen macht sich auch die Linkspartei für eine Legalisierung von Cannabis stark. So, ich habe im Übrigen keine Angst vor Zwischenfragen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Besitz und Erwerb von Cannabisprodukten ist in Deutschland strafbar, auch der Anbau ist strafbar.
Das ist die konkrete aktuelle Rechtslage in Deutschland, und von straffreiem Konsum zu reden, ist reichlich inkompetent. Als Kriminalbeamter in Thüringen habe ich im dienstlichen Auftrag Strafanzeigen schreiben müssen, weil Tüten mit Restanhaftung von Cannabis den Anfangsverdacht begründeten, dass der Betroffene im Besitz von Cannabis war. Also bereits das führte zur Strafanzeige. Und wer diese Kriminalisierung von Menschen mit dem Argumenten abtut, dass diese Anzeigen ja wieder eingestellt werden, dem muss ich fragen, warum rechtfertigt man dann, dass Hunderte von Polizeibeamten erstmal diese Anzeigen überhaupt schreiben müssen, dass Hunderte von Polizeibeamten unterwegs sind, um Kontrollen durchzuführen, um Wohnungen zu durchsuchen, wenn die Anzeigen dann in der Regel von der Staatsanwaltschaft wieder eingestellt werden. Welchen Sinn macht das? Wir haben ja gehört, 86% der Mittel allein für die Repression, von ihren vier Säulen 86% allein für die Säule der Repression. Wer das damit begründet, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen damit beabsichtigt ist? Der Schwarzmarkt ist so ziemlich der schlechteste Jugendschutz. Aber diese Strafbarkeit gilt auch für 40-, 50- und 60-Jährige. Sie gilt im Übrigen auch völlig unabhängig davon, ob der Cannabiskonsument tatsächlich einen gesundheitsgefährlichen Umgang hier prägt oder ob er ein Gelegenheitskonsument ist, der die festgestellte Menge lediglich dazu hatte, um eine Weile damit auszukommen. Auch er wird kriminalisiert, und hier wird also ein Verhalten bestraft, was möglicherweise zu einer Selbstschädigung bei unsachgemäßem Umgang führt. Das ist einmalig im deutschen Strafrecht. Der missbräuchliche Konsum, ja, und das wird nicht ignoriert, auch nicht im Antrag der Grünen. Der missbräuchliche Konsum ist riskant, ist gefährlich, und das besonders, wenn er im sehr frühen Alter begonnen wird. Und deswegen muss man natürlich klare Jugendschutzregeln schaffen. Und während wir aber darüber diskutieren, wie wir das hier machen können, schaffen wir es beim Alkohol noch nicht mal, über konkrete Werbeverbote zu reden. Sie, liebe Kollegen von der Union, lehnen die Legalisierung von Cannabis ab, damit, wie man ja hört, nicht neben Tabak und Alkohol eine weitere gefährliche Droge auf den Markt kommen. Also ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben. Wir haben ca. 2,5 bis 4 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Diese Droge ist da, und der Versuch der Durchsetzung des Verbots kostet eben sehr viel Geld, Geld, was an anderen Stellen der Prävention eben fehlt. Stattdessen haben wir Schwarzmarkt, Streckmittel, keinen Einfluss auf den Wirkstoffgehalt, keinen Jugendschutz. Und deswegen muss es einfach legitim sein, auch Alternativen zu diskutieren. Die Linken haben das in der letzten Legislatur gemacht mit dem Vorschlag, angelehnt an den Cannabis Social Clubs in Spanien, zu sagen, eine nicht kommerzielle Lösung anzubieten. Das heißt, niemand kann sowohl legal als auch illegal mit diesem Produkt Geld verdienen. Das wäre präventiv durchaus eine interessante Lösung. Die Grünen haben jetzt einen anderen Vorschlag eingebracht, der auch kommerzielle Lösungen beinhaltet, aber auch Lösungen beinhaltet, die ganz klar im Bereich Jugendschutz, Verbraucherschutz und Prävention Ansätze bieten. Und das ist vielfach eine ganz klar bessere Lösung als Schwarzmarktstreckmittel und Stigmatisierung von 4 Millionen Menschen im Land. Wir haben natürlich überlegt, ob wir jetzt hier schnell einen Antrag noch hinzulegen. Nein, machen wir ganz bewusst nicht. Wir reden heute über den Antrag der Grünen. Den werden Sie eventuell wieder ablehnen. Das wird ja in Ihrer nicht sehr sachlichen Rede deutlich. Und dann verspreche ich Ihnen, werden wir wiederum einen Antrag vorlegen. Dieses Thema werden Sie aus dem Bundestag nicht mehr herausbekommen. Das ist übrigens ein Versprechen. Und diese Debatte zur Legalisierung, da müssen Sie einfach auch mal Ihre 2, 3 Experten, die Ihnen noch übrig geblieben sind, beiseite lassen und zu den tatsächlichen Experten sehen. Ich rede da von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, ein relativ breites Sammelbecken. Alle 3 Polizeigewerkschaften haben sich zu dem Thema mittlerweile geäußert. Die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren hat sich zu diesem Thema geäußert. Und Sie stellen sich hier allen Ernstes hin und behaupten, Sie finden keine Experten, die was anderes sagen. Das ist reichlich ignorant. Liebe Kollegen von der Union und auch von der SPD, Sie haben ja noch eine zweite Chance. Es ist nach wie vor im Laufe des Bundestages ein Antrag zur Evaluierung des Drogenstrafrechts. Sie haben doch da eine Chance. Stellen Sie die richtigen Fragen. Sie glauben, Verbot und Anfrage zu reduzieren durch Nachfrage und Angebot zu reduzieren durch ein Verbot. Dann überprüfen Sie es. Es gibt viele Länder, die andere Wege gehen. Sie zweifeln die Zahlen an. Überprüfen Sie es. Wir sagen, dass die fehlende Kontrolle Produkte auf dem Schwarzmarkt noch gefährlicher werden lässt, durch fehlende Wirkstoffgehaltangaben, durch Streckmittel. Sie ignorieren das, dann überprüfen Sie es, stellen Sie die richtigen Fragen. Auch dieser Antrag ist noch in der Pipeline und soll hier beraten werden. Alle Zahlen, Tendenzen und Fakten können auf dem Prüfstand, aber die Diskussion verweigern ist einfach unakzeptabel. Ich möchte aber trotzdem ganz zum Schluss, die Zeit ist abgelaufen, anerkennen,
dass es zumindest die Ansage gibt, im medizinischen Bereich was zu machen. Ich hoffe sehr, dass es nicht nur darum geht, den wenigen Erlaubnisinhabern jetzt Kosten zu erstatten, sondern dass es hier darum geht, die Anwendung zum Beispiel beim Medizinalhanf auch leichter zu machen, den Zugang zu erleichtern. Jeder Zehnte, der einen Antrag zur Verwendung, zur Erlaubnis von Medizinalhanf stellt, stirbt, bevor dieser Antrag überhaupt entschieden ist. Jeder Zehnte stirbt vorher, bevor der Antrag, Frau Mortler, ich rede auch mit Ihnen, bevor jeder Zehnte stirbt, bevor dieser Antrag überhaupt bearbeitet wird. Und das ist unterlassene Hilfeleistung durch die Bundesregierung. Dankeschön. Frank Tempel war das, der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion Die Linke, die hier, wie er sagte, mit Absicht keinen eigenen Entwurf vorgelegt hat, sondern dem grünen Antrag zustimmt. Und hier gab es auch immer schon einen Applaus bei den grünen Rednern von Seiten der Linksfraktion. Jetzt geht es weiter mit Burkhard Blinert für die SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Tagesordnung will es so, dass wir direkt im Anschluss an die Debatte um ein Präventionsgesetz, in dem es um Vorsorge und Krankheitsvermeidung geht, über eine Droge diskutieren. Das passt gut zusammen. Bezogen auf den Bereich Drogen und Sucht stellt ja die WHO fest, dass 40% aller Erkrankungen und frühzeitiger Todesfälle insgesamt auf drei Faktoren zurückzuführen sind: Rauchen, Alkohol und durch Alkohol verursachte Verkehrstote. Das macht nur allzu deutlich, wie wichtig ein lebensweltbezogener Ansatz einer erfolgreichen Prävention ist. Der vorliegende Gesetzentwurf behandelt die Freigabe der illegalen Droge Cannabis. Da ergibt sich erstmal ein Widerspruch, aber es hat sich gezeigt, dass wir auf vielen Ebenen letztendlich über ein wesentliches Ziel unserer Politik diskutieren müssen. Und ich zitiere: Gerade Cannabis verlangt nach umfassender, kontinuierlicher gesundheitspolitischer Beachtung. Es gilt, seinen Konsum nachhaltig zu begrenzen und seine gesundheitlichen und sozialen Folgen effektiv zu mindern. Das war ein Zitat aus dem Vorstandsbeschluss der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen aus dem Jahr 2004. Und ich finde, dieses Ziel ist für Cannabis nach wie vor richtig und wichtig. Es hat auch nach weiteren 11 Jahren bundesdeutscher Drogen- und Suchtpolitik es noch nicht erreicht. Ja, wir sind vielleicht sogar noch weiter davon entfernt als 2004. Es muss um die Frage gehen, einen möglichst umfassenden Gesundheitsschutz sicherzustellen und gleichzeitig die sozialen und wirtschaftlichen Folgen im Auge zu behalten. Deshalb kann es eben nicht einfach um die Fragestellung legal oder illegal gehen. Rund ein Viertel der Altersgruppe zwischen 18 und 64 Jahren haben Cannabis schon einmal konsumiert. Laut Suchtsurvey 2012 konsumierten knapp 3 Millionen Personen Cannabis in den letzten 12 Monaten vor der Befragung. Die Prävalenz hat eben trotz Illegalität der Droge nicht abgenommen. Mit Ihrem Gesetzentwurf versuchen Sie nun einen gewagten Spagat, den Konsum der illegalen Droge Cannabis in den Griff zu bekommen, sie als Genussmittel für Erwachsene hoffähig zu machen und gleichzeitig Jugendliche vor dem Konsum zu schützen. Wörtlich heißt es hierzu in der Begründung: Notwendig ist ein gesundheitspolitischer Ansatz der Prävention und Intervention bei Jugendlichen und einen möglichst risikoarmen Konsum bei Erwachsenen fördert. Ursache dieses Gesetzes ist natürlich die unbestrittene Einschätzung, dass die Prohibitionspolitik nicht dazu geführt hat, dass der Cannabiskonsum verhindert wurde, wie im Gesetzestext dargelegt ist, sondern noch anstieg. Für mich ist es daher politisch auch durchaus gerechtfertigt, sich die Frage zu stellen, ob nicht andere Wege im Umgang mit Cannabis sinnvoller wären. Ob nicht über neue Wege der Staat in die wichtige kontrollierende und präventive Rolle gelangen würde. Ich warne aber eindrücklich davor, die Gefahren von Cannabis zu bagatellisieren und zu meinen, dass nur Jugendliche vor dem Konsum zu schützen seien. Grundsätzlich sollte die Einschätzung gelten, Cannabis ist eine Droge, sie birgt Suchtpotenzial und sie ist gesundheitsschädlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das noch im Sommer des letzten Jahres wollten Sie in einem gemeinsamen Antrag mit den Linken die Wirkungen des Betäubungsmittelrechts evaluieren. Diesen Ansatz lassen Sie jetzt erstmal fallen und wischen das Ziel der Erkenntnisgewinnung weg und stellen einen Gesetzentwurf vor, der medienwirksam von Ihrem Parteivorsitzenden angekündigt wurde. Das ist für mich aber keine vertrauensbildende und vorsorgende Gesundheitspolitik. Die Idee eines regulierten Marktes für die Cannabisabgabe will ich gar nicht per se verdammen. Es lohnt sich mit Sicherheit.
Gerade weil die Verbotspolitik nicht die erhoffte Wirkung hatte, seinen Blick zu weiten, auch in andere Länder jenseits von Deutschland, auch in andere europäische Länder wie Portugal, Niederlande und die Schweiz. Aber die Inhalte und Regelungen müssen zweckdienlich und nicht ideologisch sein. Zweckdienlich heißt für mich, nicht der Genuss eines Suchtmittels hat Vorrang, sondern die Prävention und ein sicherer Konsum. Unabhängig vom vorliegenden Gesetzentwurf muss daher sichergestellt sein, sollte sich eine regulierte Freigabe von Cannabis als sinnhaft herausstellen, so darf dies kein Einfallstor im Umgang für andere Drogen werden. Wir dürfen nicht in eine Öffnungsschiene geraten, die wir nicht beherrschen können. Deshalb gilt, Aufgabe unserer Gesundheitspolitik muss weiterhin die Abwehr und die Vorbeugung von Suchterkrankungen bleiben und nicht die grundsätzliche Freigabe von Suchtstoffen unter dem Deckmantel des Rechts auf Selbstschädigung. Herr Kollege Blinert, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen Birkwald? Ja, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege Blinert, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Zunächst, ich bin in dem Thema emotional hier bei dieser Debatte etwas engagiert, weil ich vor 40 Jahren meinen ersten Artikel veröffentlicht habe, damals in der Schülerzeitschrift mit dem schönen Namen Pegel, und der trug den Titel Legalize it. Also die Legalisierung von Haschisch und Marihuana ist ein Thema, was mir persönlich schon lange am Herzen liegt, weil es keinen Grund gibt, anders zu behandeln als Alkohol. Aber meine konkrete Frage an Sie. Ich habe jetzt in Ihrer Rede nicht so richtig erkennen können, dass Sie dagegen sind, Haschisch und Marihuana zu legalisieren. Ich habe zumindest keine Argumente gehört. Sie haben sehr sachlich abgewogen. Ich würde Sie jetzt gerne mal fragen, sind Sie jetzt gegen den Gesetzentwurf der Grünen oder sind Sie dafür? Und möchte Sie gerne auch bitten zu bewerten, wie denn Ihr SPD-Kollege Thomas Isenberg, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, die Dinge bewertet und was Sie zu der Differenz sagen. Er hat nämlich erst kürzlich erklärt, das Verbot von Cannabis ist gescheitert, und er hat gefordert, Modellprojekte für eine legale Abgabe von Cannabis einzuführen. Meine Frage ist, wie stehen Sie dazu und wann kommt die SPD zu einer einheitlichen Position in Sachen Cannabis-Legalisierung? Und letzte Bemerkung, wir haben heute nicht nur den Equal Pay Day und die Sonnenfinsternis, nein, wir haben auch Frühlingsanfang, vor allen Dingen haben wir aber heute den Internationalen Tag des Glücks. Und machen Sie uns doch alle glücklich und sagen Sie mal, dass die SPD an dieser Stelle auch mal einem vernünftigen Gesetzentwurf der Opposition zustimmen kann. Sehr geehrter Herr Kollege, erstens freue ich mich sehr über Ihr Zutrauen, dass die SPD das Glück tatsächlich auch bringen kann. Ich finde, das haben wir häufig schon gerechtfertigt. Zum ersten Punkt Ihrer Frage. Wir reden heute über die Einbringung des Gesetzentwurfs. Wir werden es im Ausschuss hier auch beraten. Und ich glaube, die ganze Bandbreite, mit dem Thema Cannabis umzugehen, Cannabis als Medizin, Cannabis als Genussmittel, Cannabis als Risikofaktor und natürlich auch für Jugendliche in einer möglichen Drogenkarriere, heißt auch tatsächlich, die Abwägung zu treffen und ideologiefrei darüber auch zu reden. Und ich glaube, diesen Prozess und diese Zeit sollten wir uns insgesamt auch geben. Sonst geraten wir viel zu schnell tatsächlich in Widersprüche. Dass der Kollege Isenberg aus Berlin notwendigerweise und richtigerweise auch darauf hingewiesen hat, das, was für Berlin auch wichtig und richtig sein kann, will ich gar nicht bewerten. Ich glaube, er hat richtige Sätze für Berlin auch gesprochen. Er hat auch deutlich gemacht, wie weit auch die SPD in den Ländern, in den großen Städten und Kommunen sich des Themas auch annimmt. Und wir sind dabei, diese Meinung auch zusammenzubinden und nach vorne hin zu diskutieren. Und ich denke, so wie wir in den letzten Jahren wenig Fortschritte vielleicht zu verzeichnen konnten, müssen wir uns doch jetzt die Zeit auch noch nehmen, die Zeit, die wir notwendigerweise auch brauchen, um die richtigen Antworten zu finden. Und die richtigen Antworten können sich nur daran richten, dass wir es nicht vom Bund aus, von oben hin verordnen, sondern gleichzeitig in den Ländern und Kommunen eine Debatte haben, die dafür sorgt, dass wir eine gesellschaftliche Akzeptanz bekommen, um über Drogen im Allgemeinen und natürlich über Cannabis insbesondere auch zu diskutieren. Ich komme zum Schluss. Vor diesem weiteren Hintergrund bin ich bereit für eine Debatte
auch über einen regulierten Markt für die Abgabe von Cannabis. Der regulierte Markt darf aber nicht einem suchtmäßigen Konsum dienen. Eine Regulierung soll den Schwarzmarkt austrocknen, Kriminelle von den Konsumenten fernhalten, Konsumenten inkriminalisieren und gleichzeitig starke präventive Maßnahmen vorsehen. Hierzu reicht es nicht aus, lediglich den Jugendschutz zu gewährleisten. Der Konsum kann auch für Erwachsene allenfalls in klaren Grenzen stattfinden. Freimengengrößen, Anbauregelungen, Vertriebsstrukturen und steuerrechtliche Maßnahmen müssen hierzu genauestens überlegt und diskutiert werden. Mein Ziel wird es nicht sein, einen Rausch für alle zu gewährleisten. Mein Ziel wird es sein, gesundheitliche Prävention zu stärken und Lebensstile unter nachdrücklichem Verweis auf Risiken und Nebenwirkungen bestimmter Konsumverhalten nicht zu kriminalisieren, damit der Staat wieder die Kontrolle über diesen Bereich erhält, die er benötigt. Vielen Dank. Burkhard Blinert war das für die SPD-Fraktion. Und jetzt hören wir Rudolf Henke für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will erst mal sagen, ich glaube, dass ein solcher Antrag in den Deutschen Bundestag hineingehört, wenn, wie der Deutsche Hanfverband über Emnet hat ermitteln lassen, 19% Zustimmung dafür da sind. Die anderen stimmen da nicht zu, aber 19% Zustimmung dafür da sind, einen kontrollierten Zugang zu einem nicht-medizinischen Cannabis-Nutzen zu ermöglichen. Also der Ort der Debatte ist in Ordnung. Mein Eindruck, ja, wo soll man es sonst machen, wenn nicht im Parlament? Also finde das schon mal völlig normal. Und ich erinnere mich auch, dass man dabei sehr individuelle, bei solchen Debatten und Auseinandersetzungen sehr individuelle Meinungen haben kann. Ich habe als Mitglied der CDU-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag, als es um die Frage ging, ob man die bayerische Lösung für das Tabakverbot in Gaststätten nach Nordrhein-Westfalen einführt, mich gegen die damals eigene Regierung dafür ausgesprochen. Ich wollte die bayerische Lösung in Nordrhein-Westfalen haben, was den Tabakkonsum anging. Und damals waren die Grünen der Meinung, dass das so wie in Bayern gemacht und dort in einer Volksabstimmung beschlossen, richtig sei. Ich habe das als eine Art von, ja, wenn man so will, kleinem Nichtverbreitungspakt für Suchtmittel verstanden, dass der kleine Abgeordnete Rudolf Henke mit einer grünen Gesundheitsministerin, die sie aber erst später wurde, gehabt hätte. Und deswegen staune ich jetzt ein bisschen, wie man auch unter Bezug auf den Internationalen Tag des Glücks zu der Frage kommen kann, das, was wir brauchen, sei bezogen auf Suchtstoffe, auf süchtig machende Substanzen, auf Abhängigkeit erzeugende Substanzen, nicht ein Nichtverbreitungspakt, sondern ein Verbreitungspakt. Was wir brauchen, ist doch ein Nichtverbreitungspakt für süchtig und abhängig machende Substanzen. Und der muss gesellschaftlich geschaffen werden. Und deswegen müssen verantwortliche Politiker aufhören mit der illusionären Verbreitung der Hypothese, dass Cannabis glücklich macht. Denn das ist doch die Frage, die dahinter steckt. Die SPD soll sie ja nicht glücklich machen, sondern die SPD soll sie dadurch glücklich machen, dass der Zugang zu Cannabis ermöglicht wird. Und genau das ist die falsche Botschaft an Kinder und an Jugendliche und an Menschen, die vor der Frage stehen, wie gehen wir mit einer solchen Substanz um? Und da würde ich von verantwortlichen Politikern erwarten, dass sie auch sagen, unsere Substanzorientierung, die in der Tat in dieser Gesellschaft weit verbreitet ist, wo wir mit materiellen Dingen Glück assoziieren, dem müssen wir mannhaft und frauhaft entgegenstehen. Dazu müssen wir sagen, weder das Nikotin macht glücklich, noch der Alkohol macht glücklich, noch das Cannabis, noch andere illegale Drogen machen glücklich. Und wenn das von dieser Debatte ausgehen würde, dann wäre das eine Botschaft an die Kinder und Jugendlichen in unserem Land.
Und deswegen geht es hier eigentlich um die Frage, wie kriegen wir Generalprävention möglichst gut hin? Herr Kollege Henke, gestatten Sie zwei Zwischenfragen. Der Kollege Dr. Terpe und der Kollege Ströbele möchten diese stellen. Bitte. Harald Terpe fragt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hallo? Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Henke, lieber Rudolf, ich weiß nicht, der Satz, der jetzt kam, kann ja sein, dass es jetzt eine ganz andere Richtung nimmt. Aber ich würde jetzt noch mal fragen, wo du im Gesetzentwurf von uns entnommen hast, dass wir die glückselig machende Bedeutung von Cannabis in den Vordergrund geschoben haben. Ich weiß nicht, wo du das hernimmst. Nein. Ne? Das war genau das Gegenteil der Fall. Und ich hoffe, dass die Ausführungen jetzt auch sozusagen zeigen, dass eben der repressive Ansatz an den Problemen, die wir natürlich mit Cannabis in der Gesellschaft haben, überhaupt nichts geändert haben. Im Gegenteil, sie sogar befördert haben. Also diese Einschätzung teile ich nicht, sondern meine Überzeugung ist, dass der repressive Ansatz, den wir haben und auch das, was Sie als Polizeibeamter in Thüringen als für sich und Ihre Kollegen als gewissermaßen fruchtlose Arbeit empfunden haben, keine fruchtlose Arbeit ist, sondern dass es beiträgt zu der generalpräventiven Wirkung, die dazu führt, dass es eben nur 18% in diesen Befragungen sind. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, einen gesellschaftlichen Konsens aufrechtzuerhalten, dass auch Cannabis zu den Stoffen gehört, die man nicht nutzt. Genauso wie ich einen solchen Konsens fürs Nikotin will. Und ich will ihn auch gegen übermäßigen Alkoholkonsum. Und ich bin gerne bereit, darüber zu diskutieren, auch mit jedem aus jeder grünen Fraktion in Deutschland zu diskutieren, was können wir zusätzlich tun, um den missbräuchlichen Alkoholkonsum einzuschränken. Und was können wir tun, um Tabakkonsum zurückzudrängen? Aber das kann ich doch nicht mit Menschen machen, die gleichzeitig propagieren, dass man jetzt mit einem Kontrollgesetz den Leuten den Eindruck verschafft, als gäbe es einen quasi risikofreien Konsum von Cannabis. Das ist das Problem. Und was die Frage mit der Glückseligkeit anging, steht die nicht bei euch im Antrag. Das stimmt, Harald. Die steht aber in der Frage im Raum, die der Kollege von der Linken gestellt hat. So, jetzt hat der Kollege Ströbele die Möglichkeit, seine Zwischenfrage zu stellen. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sind Sie mit mir als Nicht-User einer Meinung, dass man Drogen überhaupt nicht nehmen soll, keine Droge nehmen soll und dass man, wenn man schon Drogen nehmen will oder muss, dass man Drogen nach ihrer Gefährlichkeit in der Gesellschaft behandeln sollte und dass, wenn man diesen Grundsatz anwendet, der Genuss von Alkohol, und zwar nicht nur der übermäßige Genuss von Alkohol, sondern überhaupt der Genuss von Alkohol, weil auch das ja dazu führen kann, dass es übermäßig wird, und der Genuss von Zigaretten oder Tabak viel gefährlicher sind, um ein Vielfaches gefährlicher sind als der Genuss von Cannabis. Und wenn man ein billig und gerecht denkender Mensch ist und die Drogen nach ihrer Gefährlichkeit behandelt, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, dass wenn Alkohol und Zigaretten nicht verboten sind, und ich bin auch da gegen ein Verbot, dass dann auch Cannabis schon aus Gründen der Gerechtigkeit gleich behandelt werden muss. Weil an Alkohol und Zigaretten sterben jedes Jahr in Deutschland Zehntausende von Menschen. An dem Genuss von Cannabis stirbt kein einziger Mensch. Dabei will ich nicht bagatellisieren, dass auch Cannabis gefährlich ist, dass ich Cannabis allen abrate, das zu nehmen, aber dass das Mittel des Strafrechts ein ungerechtes Mittel ist in dem Gleichklang dieser Drogen. Deshalb bitte ich Sie, schließen Sie sich mir an, setzen Sie sich ein für ein Werbeverbot für Alkohol, setzen Sie sich ein für ein dringendes Gebot vom Konsum von Cannabis und Alkohol und Zigaretten Abstand zu nehmen, aber setzen Sie sich ein für eine Gleichbehandlung der Drogen. Nach ihrer Gefährlichkeit darf man nur Unterschiede machen. Ja.
Vielen Dank, Herr Ströbler, für diese Frage. Ich will zunächst mal sagen, nach meiner Einschätzung und ärztlichen Kenntnis in der Tat 40.000 Alkoholtote im Jahr in Deutschland, 100.000 Nikotintote, Tabaktote im Jahr in Deutschland. Und deswegen aller Grund dazu, die Bemühungen, die wir eben in Gang gebracht haben, mit dem Entwurf eines Präventionsgesetzes so erfolgreich wie möglich voranzutreiben. Was jetzt die Behandlung auf gleicher Ebene angeht und diese Konstruktion mit der Gerechtigkeit, finde ich, wird das einfach der historischen Ausgangslage nicht gerecht. Weil die historische Situation ist so, dass Tabak im Rückgang befindlich eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz hat. Das ist ein historischer Sachverhalt. Wir kämpfen dagegen. Wir setzen zum Beispiel Steuerpolitik ein, um den Tabakkonsum zu disinzentivieren. Das ist eine kluge Maßnahme angesichts des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses zum Tabak. Beim Alkohol ist das Kräfteverhältnis noch mal anders und komplizierter, weil es natürlich auch Daten zu einem in bestimmten Grenzen gesundheitsverträglichen Alkoholkonsum in bestimmten Fällen gibt. Ja, die Daten sind halt so, dass es auch eine kreislaufprotektive Wirkung in bestimmten Fällen entfalten kann. Insofern sind Sie in einer rechtlich viel komplexeren Situation. Und was jetzt die Frage Cannabis angeht, würde ich nicht mit dem Argument, das Sie bringen, indem ich Ihnen zustimme, dass dort große Gesundheitsgefahren vom Tabak und vom Alkohol ausgehen, damit würde ich jetzt nicht eine weitere Gesundheitsgefahr addieren, sondern das ist ja gerade der Widerspruch, den ich Ihnen vorwerfe und wo ich dann sage, da werden Sie ein Stück unglaubwürdig in meiner Wahrnehmung. Bitte dafür herzlich um Verständnis. Was die Gefahren angeht, also komme ich jetzt aber auch noch mal dazu, dass ich darauf aufmerksam mache, ob Sie jetzt Cannabis rauchen oder ob Sie Tabak rauchen, haben Sie natürlich, was die Gefährdung der Atemwege angeht, was die Gefährdung der Lunge angeht, was das Provozieren von Bronchialerkrankungen angeht, was die Frage auch von Lungenkrebs angeht, haben Sie natürlich sehr ähnliche Ergebnisse. Und was dazu kommt, sind die psychischen und sozialen Risiken. Und deswegen sage ich, es handelt sich nicht um ein vermeintlich harmloses Betäubungsmittel, sondern es ist eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen sollten. Die kognitive Leistungsfähigkeit von Dauerkonsumenten kann stark beeinträchtigt werden. Aufmerksamkeit kann genauso leiden wie die Konzentration, das Kurzzeitgedächtnis und die Lernfähigkeit. Was ich weiß und was ich auch zugestehe, was wahr ist, ist, dass die Frage nach Befunden, die körperliche Veränderungen zeigen, dass diese Frage nicht einheitlich beantwortet werden kann. Aber es gibt auch kernspintomografisch geführt auch Belege dafür, dass Sie im Bereich von Hippocampus und Amygdala, also bestimmten Hirnregionen, auch unter dem dauerhaften Einfluss von Cannabis auch eine Volumenminderung haben. Also platt gesagt, Sie kriegen Löcher ins Hirn, wenn Sie Cannabis dauerhaft in höherer Dosis konsumieren oder jedenfalls eine Volumenminderung an diesen Hirnarealen. Und dass das einen nützlichen Effekt haben soll, würde ich jetzt erst mal bestreiten. Ich würde auch vermuten, dass, wenn es um Landwirtschaftspolitik ginge, Sie natürlich jedem Landwirt, der jetzt anfangen würde, seine Hühner mit oder Hähnchen mit Hanf zu füttern, da würden Sie ja wahrscheinlich auch sagen, muss sofort ein Verbot her. Das darf natürlich auch keineswegs erfolgen. Und da würde ich ja dann auch mit zustimmen. Ich will also festhalten, aus meiner Sicht brauchen wir uns nicht schämen für die generalpräventive Wirkung, die auch durch den repressiven Teil der Auseinandersetzung mit Cannabis, Besitz und Anbau ausgelöst wird, durch den Handel ausgelöst wird. Ich glaube, dass wir allen Grund haben, Ihnen selbst und Ihren Kollegen, die in der Polizei an der Aufrechterhaltung dieser Generalprävention mitwirken, als Parlament auch mal an einer solchen Stelle Danke zu sagen. Das ist keine vergebliche Arbeit, also dafür Danke. Wir haben allen Grund dazu, neben dieser repressiven Arbeit eine präventive Arbeit zu leisten, die die Auseinandersetzung über die psychischen Gefahren und die psychischen Defekte, die Abhängigkeitspotenziale, auch die körperlichen Schäden, die ausgelöst werden können, in den Mittelpunkt nimmt. Kollege Henke, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen Tempel, wenige Sekunden vor Ablauf Ihrer Redezeit. Ja.
Dankeschön, dass Sie die noch zulassen. Aber Sie haben jetzt mehrfach auf eine generalpräventive Wirkung des Verbots verwiesen. Und da würde ich doch gerne mal wissen, woher Sie diese Annahme denn haben, dass das Verbot eine generalpräventive Wirkung hätte. Ich verweise darauf, nach den Zahlen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht aus Lissabon, das sind Zahlen von 2011, ist die Lebensprävalenz von Cannabiskonsum in Holland in etwa auf das Zehntel fast genauso hoch wie in Deutschland in Cannabis. In Holland ist der Cannabiserwerb in Coffeeshops toleriert, nicht legal, aber toleriert. Dort droht keine Strafanzeige. In keinem Land, wo man von dem Verbot weggegangen ist, ist die Zahl der Konsumenten gestiegen. Das beobachten wir langfristig in Portugal, das beobachten wir kurzfristig in amerikanischen Bundesstaaten, selbst in der Schweiz, in anderen Ländern, wo man zumindest das Mittel der Strafverfolgung abmildert, abdämpft, wo die Gefahr einer Strafanzeige abnimmt, steigt die Zahl der Konsumenten nicht an, und Sie reden hier aber trotzdem von einer generalpräventiven Wirkung. Sie reden auch von einem Signal, was eine Legalisierung bedeuten würde. Sie wissen aber schon, dass ein Verbot immer ein Grundrechtseingriff in die Rechte der Bürger ist, manchmal legitim, manchmal nicht legitim. Auf alle Fälle gibt es dafür einen verfassungsmäßigen Grundsatz, nämlich den der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, ein Verbot darf nicht, dass die Abschaffung irgendein Signal bedeutet, sondern ein Verbot muss funktionieren, geeignet, erforderlich, angemessen. Die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren, über 120 in Deutschland, hat festgestellt, dass genau diese Verhältnismäßigkeit in allen drei Punkten, geeignet, erforderlich, Angemessenheit, nicht gewährleistet ist, und hat deswegen eine Resolution an den Deutschen Bundestag gestellt. Übrigens, nur 7 Strafrechtsprofessoren haben deutlich geäußert, dass sie sich dieser Resolution nicht anschließen wollen. Die anderen haben sich einfach nicht beteiligt. Aber mehr als die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren in Deutschland hat aktiv gesagt, dass die Verhältnismäßigkeit, die verfassungsgemäße Verhältnismäßigkeit dieses Verbots nicht gegeben ist, weder geeignet noch erforderlich noch angemessen. Sie reden aber trotzdem von einer generalpräventiven Wirkung. Woher nehmen Sie da irgendwelche Zahlen? Wie ist das belegt? Sagen Sie das hier einfach aus Ihrem Bauchgefühl heraus, oder gibt es da irgendwelche belegbaren Zahlen? Die würde ich mir natürlich dann ganz gerne angucken. Ja, zunächst mal. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst mal, Herr Kollege, gibt es ja keinen Zweifel, dass die Akzeptanz von Nikotin und von Alkohol, die also der Erlaubnis unterliegen, natürlich viel verbreiteter ist als die von Cannabis. Das heißt also, durch die Tatsache, dass wir dort mit einer Substanz zu tun haben, deren Besitz und deren Handel und deren Herstellung, deren Anbau strafbar ist, haben Sie jedenfalls schon mal eine günstigere Relation in der Wahrnehmung dieses Risikos, als Sie es bei den anderen, jedenfalls von den Grünen, beklagten Suchtstoffen haben. Das heißt, ich finde es jedenfalls hoch widersprüchlich zu sagen, der Beleg dafür, dass es keine generalpräventive Wirkung des Verbotes gibt, liegt darin, dass der Konsum niedriger ist, als es bei anderen Suchtstoffen der Fall ist. Und deswegen glaube ich, dass man schon davon ausgehen kann, dass das existiert. Jetzt haben Sie natürlich recht mit der Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wenn Sie die Verhältnismäßigkeit nehmen, das würde ja im Zweifel verfassungsrechtlich geprüft werden müssen, kann man feststellen, dass wir wissenschaftliche Befunde in Hülle und Fülle haben, die die diagnostizierte Substanzabhängigkeit für Cannabiskonsumenten nachweisen, dass wir rund 20% der regelmäßig konsumierenden Personen mit den Kriterien eines schädlichen Gebrauchs nach F10.1 in der internationalen Diagnosenskala haben, dass wir bei 10% von denen eine Abhängigkeit sehen, dass wir nach den Daten von Petersen und Thomasius aus 2007 bei etwa 2 von 3 Cannabisabhängigen eine körperliche Abhängigkeitssymptomatik mit und ohne Toleranzbildung finden, und dass wir ja zudem auch sehen, dass die Entwicklung einer Psychose durch Cannabiskonsum um das 2- bis 3-fache wahrscheinlicher wird als in der Normalbevölkerung. Und je jünger die Konsumenten sind, umso größer ist das Risiko. Ich glaube, man wird sich um solche Argumente, die im grünen Antrag übrigens ja, wenn auch in einer, ich würde jetzt mal sagen, homöopathischen Dosis, aber angesprochen sind,
Mit diesen Argumenten würde man sich dann hinsichtlich der Frage der Verhältnismäßigkeit auseinandersetzen müssen. Wenn es diese Verhältnismäßigkeitsfrage gar nicht gäbe, dann würden ja die Grünen auch nicht schreiben, dass man verhindern muss, dass Kinder und Jugendliche an diese Stoffe herankommen. Das ist ja natürlich auch ihr eigenes Ziel. Und insofern haben wir an dieser Stelle einfach dann eine möglicherweise politische Kontroverse über die Frage der Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Meine Prognose ist, dass das Bundesverfassungsgericht an der Stelle dem Gesetzgeber eine große Einschätzungsprärogative zubilligen würde, sodass wir das dann zu beurteilen hätten. Und ich sage Ihnen ja, welche Einschätzung wir dabei haben. Ich will schließen mit dem Hinweis darauf, es ist deswegen wichtig, damit es niemand missversteht, dass die Bundesregierung ja bekräftigt hat, schwer chronisch erkrankten Patientinnen und Patienten den Zugang zu Cannabis-Arzneimitteln erleichtern zu wollen, hierzu die betäubungsmittelrechtliche Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit zu erweitern und Regelungen über einen Erstattungsanspruch in der gesetzlichen Krankenkasse zu schaffen. Das heißt also, dass ein legaler Gebrauch von THC-reichem Cannabis nur für medizinische Zwecke und nur mit ärztlicher Therapie vertretbar wäre. Das ist eine Position, die wir als Union nicht beanstanden und nicht kritisieren, sondern stützen. Und insofern, glaube ich, werden wir an dieser Stelle auch eine Veränderung erleben. Aber wir werden, glaube ich, keine Veränderung in dem Sinne Ihres Gesetzes erleben. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Rudolf Henke war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und jetzt haben wir noch eine Rednerin hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Das wird sein Bettina Müller. Sie spricht für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, über den Umgang mit Drogenhandel und Drogenkonsum wird ja schon seit Jahrzehnten sehr ideologisch und auch sehr emotional diskutiert. Und inzwischen sind diese Debatten von den gesellschaftlichen Realitäten an vielen Punkten schon überholt worden und insbesondere was den Cannabiskonsum anbelangt. Die Freigabe in Teilen der USA, die liberalen Niederlande, aktuelle Pläne zu Coffeeshops in Berlin oder Cannabis für Schmerzpatienten zwingen uns auch als Gesetzgeber, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist überfällig. Es ist überfällig, die geltenden rechtlichen Normen an die gesellschaftliche Realität anzupassen. Der Gesetzentwurf der Grünen für ein Cannabiskontrollgesetz greift eine Vielzahl von Aspekten auf, bei denen auch die SPD Handlungsbedarf sieht, insbesondere im Bereich der repressiven Kontrollpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind alle uns einig, dass gerade Jugendliche durch den regelmäßigen Konsum von Cannabis Schaden nehmen. Aber wir haben es nicht geschafft, durch die Mittel des Strafrechts und andere rechtliche Sanktionen den Konsum einzudämmen und den Handel in den Griff zu bekommen. Die Konsumenten werden weiterhin kriminalisiert und stigmatisiert und weigern sich dadurch auch offen zu sprechen, Hilfe anzunehmen. Wer würde gegenüber Eltern und Lehrern schon zugeben, dass er Cannabis konsumiert, wenn das Damoklesschwert des Strafrechts permanent über ihm schwebt? Wir erreichen mit dem geltenden generalpräventiven Ansatz die jungen Leute auch deshalb nicht mehr, weil die Sanktionen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Teil grotesk überzogen sind. Nehmen Sie zum Beispiel das Straßenverkehrsrecht. Für Cannabis gibt es keinen Grenzwert, wie wir ihn beim Konsum von Alkohol im Straßenverkehr kennen. Der Stand der Wissenschaft ist hier aber längst so weit, dass eine genaue Bestimmung der Fahruntüchtigkeit unter THC-Einfluss möglich ist. Und deshalb ist es unhaltbar, wenn von einem positiven THC-Befund ausgegangen wird, der auch noch Tage nach dem Konsum vorhanden ist und dann pauschal auf die Fahruntüchtigkeit geschlossen wird. Und dann ist es im Grunde nämlich auch völlig egal, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob jemand tatsächlich akut bekifft ein Auto fährt oder ob er seit Tagen nichts geraucht hat. Der THC-Wert ist positiv und daher wird bestraft. Und das hat mit strafrechtlicher Prävention nichts mehr zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch unsinniger ist es, allein das Mitführen von Cannabis, egal in welcher Lebenslage, unabhängig vom Straßenverkehr hier, dazu zu nutzen, eine Strafanzeige zu machen und denjenigen bei der Führerscheinbehörde dann auch noch anzumelden. Und das führt dann in der Konsequenz nicht selten dazu, dass der Führerschein entzogen wird.
Führerschein ist weg für Mofa oder Auto. Und eine teure MPU muss dann nachweisen, dass sich der Konsument in der Zukunft rechtstreu verhält. Und dann führt der Führerscheinentzug nicht selten zum Verlust von Job oder auch Ausbildungsplatz. Und das ist für insbesondere für Jugendliche im ländlichen Raum ein großes Problem. Ich komme aus dem ländlichen Raum, kenne einige Fälle, in denen das so passiert ist. Und das sind die sozialen Konsequenzen, die diese Politik auch mit sich bringt. Die Rechtslage, die wir jetzt haben, die führt zu so einer Art Sanktionsflatrate, will ich es mal nennen. Und es ist kein Wunder, dass dann die Konsumenten auch mit so etwas wie einem Flatrate-Rauchen reagieren. Denn es ist ja egal, wenn man raucht, droht Strafe, egal wann und wie. Man darf sich halt nur nicht erwischen lassen. Das ist die Konsequenz, die die Jugendlichen daraus ziehen. Und das hat, wie gesagt, mit der strafrechtlichen Prävention nichts mehr zu tun. Und daher sind die im Gesetzesentwurf der Grünen enthaltenen Vorschläge für Änderungen im Straßenverkehrsgesetz und bei der Fahrerlaubnisverordnung durchaus aus meiner Sicht sachgerecht. Wenn ich mir dann aber zum Beispiel die im Gesetzesentwurf vorgesehene aufwendige Regulierung der gesamten Handelskette vom Anbau über den Großhandel bis zum Einzelhandel anschaue, dann habe ich doch Zweifel an der Realisierbarkeit. Denn wichtige Aspekte wie Überwachung, Erteilung von Genehmigungen, Kontrolle der Vorschriften, die werden ja nur in Abstimmung mit den verschiedenen Ebenen, mit Bund, Ländern, Kreisen und Kommunen sinnvoll umgesetzt werden können. Und ein kontrollierter Cannabismarkt, der muss auch funktionieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und für die Kontrolle, da müssen die Stellen dann auch finanziell und personell ausgestattet sein. Und es muss vermieden werden, dass die örtlichen Behörden entweder von diesen Aufgaben überfordert sind oder gar über das Ziel hinausschießen und dann Cannabiskonsumenten statt wie bis jetzt mit dem Strafrecht dann künftig beispielsweise mit dem Gewerberecht unverhältnismäßig verfolgt werden, mit großem Aufwand. An dieser Stelle ist in dem Gesetzesentwurf noch einiges unausgegoren, noch nicht zu Ende gedacht. Dazu gehört auch die vorgeschlagene Cannabissteuer, gegen die als solche mit Blick auf Alkohol- und Tabaksteuer jetzt systemisch nichts zu sagen ist. Aber würde das dadurch eingenommene Geld für die Finanzierung dieses riesigen Aufklärungs- und Kontrollapparats, der insbesondere bei uns in Deutschland dann ja nötig wäre, ausreichen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns die Frage einer grundsätzlichen Neuausrichtung stellen im Umgang mit Cannabiskonsumenten. Der Entwurf der Grünen ist ein Einstieg und ich freue mich auf konstruktive Beratungen. Vielen Dank. Bettina Müller war das für die SPD-Fraktion. Und der Antrag der Grünen, der Gesetzentwurf, der wird jetzt in die Ausschüsse überwiesen. Ja, eine sehr lebhafte Debatte hier zu diesem Thema mit vielen Kurzinterventionen und Zwischenfragen und doch sehr deutlichen Positionen.